Aloha, ich grüße euch. Ja, was ich hier liegen habe, ist der Mega-Schnapper. Ich muss dort heute nach Höckelhofen, da ist der QVC Outlet. Und da habe ich gedacht, spring mal schnell rein. Es ist nach Weihnachten, vielleicht sind viele Retouren da. Es war leider nicht viel da, aber die haben Inventurwoche. Alle Bastelpakete 4 Euro. Okay, es war natürlich leider nicht viel da, aber hiermit habe ich schon die letzten Male immer geliebäugelt. War mir aber eigentlich zu teuer, weil ich gedacht habe, so, nee, wenn die billiger wären, ja. Und wir packen das gleich auch aus. Das sind ganz viele Kunstblumen. Also Bastelpacken, Packung, Gestalten mit Dekoblüten und Kränzen. Kostet original 35 Euro. Der Outlet-Preis war 21,11 Euro mit der Outlet-Karte 16,89 Euro. Jetzt bis zum 8. Januar alle Bastelpakete 4 Euro und da gab es noch mal Prozente drauf. Ich habe für diese beiden Riesenteile und die sind echt riesig hier, das sind 30 cm Regal, Lineal. Ich habe heute zu viel gelabert. für zusammen 6 Euro. Also je Packung 3 Euro. Und da gucken wir jetzt mal rein. Ich bin total gespannt. Die werde ich natürlich aufteilen. Ne, für den einen oder anderen mal als Tauschpäckchen, Üpäckchen, Geburtstagsgeschenk. Wir schauen. Aber 3 Euro fand ich sensationell. So, wie 6 Euro. Da stand 4 Euro. Ja, kommt nochmal Rabatt runter. Lala, super. Da habe ich mich gefreut. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Wie gesagt, aber ansonsten war wirklich ganz viel mit den Deko-Eiern. Also es war nicht viel da. Ich sollte vielleicht die Sätze zu Ende sprechen. Es war, also für mich war jetzt nicht viel da. Ganz viel Deko-Eier, dann dieses, ja, so Holz. Buchstaben, was schon auf so einem Ständer war, Home und Welcome, was man, wo man mit Découpage ein bisschen arbeitet, was war noch, ja, zum Kartenbasteln, aber echt hässliche Sets, also für meinen Geschmack, ne? Also ich fand es nicht schön, sonst hätte ich es ja mitgebracht, ne? Also wenn sonst irgendwie was da gewesen wäre, Stanzmaschine oder Glitzer, Foam oder so, das hätte ich selbstverständlich alles mitgebracht. Aber es war nichts da. Aber das hier reicht ja auch schon wieder, ne? So, jetzt fangen wir mal an. Oh, das war auch hübsch. Wir packen den mal aus. Es raschelt jetzt, weil es ist leider alles in Plastik. Ja, den finde ich recht hübsch. Lavendel mag ich. Und wenn man dann hier irgendwie was reinsetzt, haben wir hier ein, ne, ein Lichtchen. Okay, der Nüppel ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, finde ich cool. Aber ich muss sagen, es duftet etwas. Müsst ihr vielleicht ausdünsten. Ich weiß nicht, was sonst diese Preise kosten. Deko-Kranz Design 12, innen 9,5, außen 25 cm mit violetten Blüten. Ja, hübsch. Mal gucken. Boah. Ups, da fällt schon ein Blümchen-Ding runter. Ich tue es am besten erstmal wieder hier in die Tüte. Also ich kann ja wahrscheinlich direkt eine Kiste aufmachen. Dekoblüten, weil so viel habe ich eher noch nicht gehabt. So, jetzt gucken wir mal weiter bei den Kränzen. Hier ist noch ein Kranz. Dekokranz Design 7, innen 11 cm, außen 25 cm mit weißen Knospen. So. So. Okay. So. Ist ein bisschen größer. Habe ich hier irgendwie was Schönes? Ich habe hier noch ein Futterschüsselchen, aber das sieht wahrscheinlich jetzt doof aus in Lila darunter. Ja, super. Wenn man dann ein schönes Gefährt. Aber der riecht auch so. Also ich glaube, das hätte ich auch zurückgeschickt, wenn ich 35 Euro dafür bezahlt hätte. Und der würde so riechen. Also das ist, muss definitiv raus zum Ausdünsten. Puh.
Also jetzt bin ich vielleicht von Action-Sachen gewohnt, aber wenn ich für so ein Set, was ja, das ist ja regulärer Preis, ne? 35 Euro und so ein Gestank, alter Verwalter. Puh. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind schon, sind Ranunkel, ne? Oh, sie sind so hübsch. Guck mal. Ich liebe ja Ranunkeln, ne? Ja, Rosen sowieso, Strelitzien, Hortensien und Gerbera mag ich auch total gern. Also ich finde die total schön. Richtig cool. Ne? Kann man vielleicht auch irgendwo draufkleben, hier auch das Plastik vielleicht abmachen oder abschneiden und dann irgendwie, oh, toll. Richtig, richtig cool. Ich tue das jetzt mal hier in dieses. Hey, Emmy, was magst du denn? Ja, ja, ne? Emmy Fötchen. Emmy Schatz. Hm? Jo. Magst du da mal gucken? Hm? So, jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht hier durcheinander mache. Das stellen wir da hin. Am besten nehme ich mal hier so ein Teil. Ich hoffe, das kann man sehen. Das ist von der Pinkbox mal noch gewesen. Ich schütte die jetzt aus. So. Ja, richtig cool. Guck mal. Oh, geht einem das Herz auf, ne? Ich finde die total hübsch. Richtig, richtig schön. Toll. Sehr, sehr cool. Da juckt es mich, das irgendwo drauf zu kleben. Richtig cool. So, dann haben wir hier Dekoblüten Kamelie. Hier sind noch Ranunkeln. Ja, die riechen nicht so schlimm. Also die Kränze waren gerade echt heftig. Die Blumen riechen nicht. Das ist in Ordnung. Hübsch, ne? Richtig cool. Toll. So, dann machen wir mal hier Dekoblüten, auch Kamelie. Aber in so einem Aprikot. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ich kann mir vorstellen, wenn die irgendwo gemixt ist mit anderen Farben, sieht die wieder ganz hübsch aus. Aber an sich ist die Blüte sehr, sehr schön. Guck mal. Toll. Achso, jetzt will ich auch in die Tüte gucken, bevor das hier rumfliegt. So, hier haben wir eine Dahlia. So. Auch richtig schön. Also bräuchte ich, wenn der Action nochmal Dekoblüten hat, theoretisch, ich betone theoretisch, keine zu kaufen. Aber die sind ja dann aus Papier, ne? Ich bin mal gespannt, in welcher Kiste die sowieso auftauchen. Und wie viele ich davon habe. Ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen, wo ich die habe. Ehrlich nicht. Weil ich die halt auch so oft nicht benutze. Aber sie sind halt immer so hübsch und so niedlich. Und so, hier haben wir Anemone. Ich finde die richtig toll. Und überlegt mal, dieses ganze Set für 3 Euro. So. Schön rein damit. Dann die hier, Rose.
raus. Röschen. So. Auch richtig hübsch. Dann gucken wir mal hier. Chrysantheme. So. Auch richtig hübsch. Ja, da werde ich auch mal. Ich muss eh demnächst ein paar Goodieboxen mal basteln. Was so mal weggeht, steht in der nächsten Zeit ein bisschen was an. Aber ich muss gucken, wie ich das schaffe. Dann kommt halt nicht so oft ein Entrümpelungsvideo. Wie gesagt, was im Moment hochkommt, ist eh, das schaffe ich nicht auf Dauer. Ne? Jeden Tag ein Video mit zu entrümpeln mit den Kisten. So, Buschrose haben wir hier. Ich habe auch noch In Love Art Shop, bin ich gerade am Drehen. Bin ich gerade am Basteln. Das ist gekommen. Dann wieder mit 25% für euch. Deswegen sind meine Hände auch voll Kleber. Gerade ein Schüttelelement am Machen. Oder eher gesagt, drei Schüttelelemente bin ich gerade am Machen. Erste Projekt. So, guck mal. Also ich finde die alle richtig hübsch. Auch so schön von den Farben. So, super. Gefällt mir richtig gut. Ja, aber wie gesagt, das sind jetzt so viele. Ich finde die alle hübsch. Aber da werde ich definitiv dann werden welche auf Reise gehen. Richtig cool. So, was nimmt die denn ja auch hübsch? Was haben wir denn hier? Auch wieder eine Dahlie. Ups. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, auch wenn ich die nicht alle richtig rumdrehe. Aber. Sehr, sehr hübsch. Ich weiß gar nicht, was die damit basteln. Ich mal gerade lesen, was hier draufsteht. Mit diesen Blüten können Sie leicht und sicher wunderschöne Dekorationen gestalten. Befestigen Sie an den verschiedenen Bastelarbeiten und Geschenkverpackungen oder verwenden Sie sie zum Beispiel als Tischdeko. Okay. Oder für Kugeln oder bla bla bla. Mit Heißkleber. Ja, okay. Also nichts Bestimmtes, sondern weil ich gucke eigentlich kein QVC. Also das, ich kann ja nicht alles machen. Ich gucke ganz selten auch Fernsehen. Ab und an beim Haushalt YouTube-Videos. Und ach, hier sind noch mehr von den Ranunkeln. Ne? So, die kommen hier rein. So. Weil auch mein Tag hat ja nur 24 Stunden. Und da schafft man leider nicht alles. So. Guck mal. Richtig cool. Sehr, sehr schön. Puzzeln schon ganz schön. Sieht man hier in dem schwarzen Ding. Aber das ist ja nicht schlimm. So, jetzt kommt das letzte Päckchen von der ersten Packung. Hier haben wir nochmal Chrysanthemen. Aber ich glaube, die muss ich nicht auspacken. Das ist nochmal das gleiche Päckchen. So, das war die erste Packung für 3 Euro. Jetzt kommt die zweite. Ich schütte die mal aus. Aber wenn das gleiche drin ist, packe ich es nicht nochmal aus. Das ist ja dann auch Unsinn. Ne? Wir gucken einfach mal. Das hier ist auch anders zu. Nee, ich brauche die Schere. Das bringt nichts. Ups. So, ich schütte die jetzt aus. Und dann könnt ihr mal schauen. Ups. Ja, ich würde sagen, da ist genau das
gleiche drin. Da haben wir hier die auch von den Farbmixen. Dann haben wir nochmal die Grenze. Ja, ist das gleiche drin. Ja, würde ich sagen, dann war es das, ja. Also könnt mir schreiben, ist ein super Schnapper, oder? Wie ihr die Blüten findet. Ich finde diese toll, universell einsetzbar. Und ja, richtig mega. Super Schnapper. Und ja, und ich habe auch wirklich, weil ich konnte den Preis nicht glauben. Ich habe nachgefragt. Ich sage, jedes Bastelpaket 4 Euro. Ja, ich sage, gehe ich nochmal und gucke. Und ich habe geguckt, das könnt ihr glauben. Ich habe richtig geguckt, aber es war nichts da, was mir ansatzweise hätte gefallen oder was ich schon habe, was ich doppelt dann mitgebracht hätte, vielleicht für eine Verlosung oder so. Es war wirklich nichts mehr da. Schade, schade, schade. Da waren schon andere schneller, aber ja, nun, ist nun mal so. Ich habe ja ordentlich, will ja nicht jammern, ne? Das Jammern auf hohem Niveau. Ich habe ja tolle Sachen bekommen und ja, ich hoffe, ihr fandet dieses Blümchen auch schön. Ja, schaltet wieder ein, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Im Moment geht es ja hier um Bastelzimmer, Unordnung, ja, bereinigen quasi, also Ordnung zu schaffen. Nee, ich will auch aussortieren, das ist aber nicht mein oberstes Ziel. Ich habe mir jetzt so mal Gedanken gemacht. Das eine oder andere wird doch ausziehen. Ich hatte ja schon bei den Stickern gesagt, da sind einige, die mir nicht mehr so gut gefallen. Das darf dann auch gehen. Und ich werde mich auch von einigen Actionplanern trennen, wo ich weiß, ich werde sie nicht nutzen. Ich werde mir, wenn ich so eine, zum Beispiel wie die letzten, diese, wie Happy Planer waren die ja, was gab Happy Planer? Ich weiß, ich würde mir eher ein Original kaufen. Und von daher, sowas darf dann auch gehen. Ich werde eine große Kiste packen und ich gucke mal, ja, ob ich dann so Planer-Sets zusammenstelle, das weiß ich aber noch nicht. Also das ist wirklich, das ist ganz, ganz zum Schluss. Und wie gesagt, mein oberstes Ziel ist, Ordnung zu schaffen, weil ich kann mit Menge, also auch mit der Menge, die ich hier habe, gut arbeiten und kreativ sein, aber nicht bei dieser Unordnung. Also ich muss schon wissen, wo was ist. Ich brauche immer, dass ich im Rückhalt habe, da ist viel, da, weil wenn ich eine Idee habe, kann ich es direkt umsetzen. Aber ich habe ja nichts mehr gefunden. Aber das ist ja natürlich, ne? Mit Job, Haushalt, Mann, Mann mit Behinderung, Tieren, irgendwann und viel shoppen. Und irgendwann schmeißt man einfach nur noch alles in Kisten. Ne? Dann, ja, und dann verselbstständigt sich das. Und da möchte ich halt eine Grundordnung rein haben. Dann, ich denke mal, man muss immer wieder mal auf. Oh, ich muss Emmy gerade mal runterlassen. Man muss immer wieder mal dann Ordnung schaffen. Aber so wie es jetzt ist, kann es definitiv nicht bleiben. Ich hatte ja auch schon mal angefangen mit den Kisten. Schon viel früher. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatte ich mir, ja, glaube schon mal Ordnungskisten gekauft. Das klappt auch. Das sind auch, ich habe auch wirklich, wenn wir die Kisten auspacken oder anschauen werden, da sind auch wirklich, wo sortenrein Sachen drin sind. Da sind meine Farben drin. Punkt. Ne? Da sind meine Bänder drin. Punkt. Also ein paar Sachen habe ich ja, aber ich habe halt viel. Ne? Und ja, dann Action Hall. Ja, will ich später verräumen. Machst du doch nicht. Ich will aber hier saugen. Ja, komm, alles in irgendeine Box. So ist das halt entstanden. Und da möchte ich dann ein bisschen gegenlenken. Und gesagt, aber auch mich dann, wo ich weiß, die Sachen werde ich definitiv nicht nehmen. So nach Nachdenken mal. Werde ich mich dann von trennen. Aber es wird nicht viel sein, aber ein bisschen was. Also seid gespannt. Deswegen abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ja, Däumchen würde ich mich drüber freuen. Kommt in meine Facebook-Gruppe. Ja, netten Kommentar wäre auch schön. Und bleibt gesund, schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.